Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir sind die Schröders, heute bin ich vor der Kamera. Und wir haben ein neues Video für euch, denn es gibt endlich den Geburtsbericht. Es war schon etwas länger ruhig hier auf dem Kanal, denn unsere kleine Maus ist geboren. Vor genau 3 Wochen, also ich sitze hier heute am 3-wöchigen Geburtstag von der kleinen Maus hier und drehe für euch den Geburtsbericht. Ich hoffe, sie bleibt ruhig, weil sie ist schon 1,5 Stunden am Schlafen oder fast 2. Ich habe in der Zeit nicht fertig gemacht. Wir hoffen mal, dass sie noch ein bisschen ruhig bleibt. Ja, ich würde mal sagen, ich beginne direkt. Wir haben zwischendurch auch ein paar so Ausschnitte. Wir haben ein bisschen gefilmt und auch Fotos gemacht. Und ja, die werde ich euch zwischendurch auch einblenden. Wir starten mal ganz zurück, denn ganz viele fragen sich, wo habt ihr entbunden? Und das haben wir natürlich erstmal für uns behalten, weil wir einfach nicht wollten, dass jeder weiß, in welcher Klinik wir sind, wenn es dann soweit ist. Wir kommen aus Hameln, wir wohnen in Hameln. Und deshalb lag es eigentlich nahe, dass wir in Hameln entbinden, haben uns aber dagegen entschieden, denn die Regelungen zur aktuellen Zeit waren einfach in Hameln nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Und wir haben nach anderen Kliniken geschaut und da wurde mir eine wärmstens empfohlen und für die haben wir uns auch entschieden, denn wir waren im Klinikum Schaumburg in Obernkirchen in Fehlen. Dort durfte Nick von Anfang an mit rein, wir durften ein Familienzimmer benutzen. Es war wirklich alles sehr, sehr freundlich und auch familienfreundlich und eine sehr babyfreundliche Klinik und deshalb haben wir uns dafür entschieden und ja. Bahn in Obernkirchen ist so circa 20 bis 30 Minuten entfernt von Hameln. Also, unsere kleine Maus ist am 2.9. geboren, 2 Tage vor ET. Der ET war am 4.9., also der errechnete. Ich selbst bin ehrlich gesagt immer davon ausgegangen, dass sie viel, viel später kommt. Also, ich glaube, fast keiner hat gerechnet, dass sie eher kommt. Also, gegen Ende dachte ich so, vielleicht kann es ja doch spontan schneller losgehen, aber ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und ich muss nochmal so eine kleine Vorgeschichte erzählen, denn ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass der Körper einfach immer spürt, wann man bereit ist und wann nicht. Und das geht nämlich darum, dass am 1.9. meine Hebamme noch einen Hausbesuch, also sie macht immer einen Hausbesuch vor Geburt oder vor ET sozusagen. Und meinen Akupunkturtermin hatten wir dann hier direkt auf dem Sofa. Sie hat mir dann das 3. oder 4. Mal dann die Akupunkturnadeln gesetzt und hat Wickelkommode angeschaut, Kliniktasche kontrolliert, ob wir alles haben und blablablub. Und ja, dann hat sie die Nadeln gesetzt und hat noch gelacht und meinte, Mensch, du bist ja heute gar nicht empfindlich. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und ich so, hä, wieso? Ja, weil sonst zuckt man halt bei den Akupunkturnadeln oder sagt so, oh, ist ein bisschen vielleicht unangenehm. Und ich war so, ja, hau rein die Dinger, bald kann es losgehen. Und ich hatte noch so 1, 2 Termine, hört sich zwar so ein bisschen banal an, aber ich hatte noch so 1, 2 Termine, die ich halt unbedingt vor der Geburt noch machen wollte. Und dann war ich so beruhigt. Und ab dem 1.9. habe ich gesagt, so jetzt kann sie kommen. Ich wollte ein kleines September-Mädchen haben und deshalb war ich irgendwie so ein bisschen beruhigter. Und ich habe gesagt, gut, wenn meine Hebamme da war, ab dann feuerfrei in dem Sinne. Ja, sie ist dann nach Hause gefahren und meinte, ja, bis zum nächsten Mal. Ich hatte dann, glaube ich, das war ein Mittwoch und ich hatte dann am nächsten Freitag oder so den nächsten Termin bei ihr. Und abends ist Nick dann ins Büro gegangen. Wir haben noch ein bisschen gequatscht. Ich habe noch sogar ein Bild gemacht, weil ich eigentlich am nächsten Tag dann das Bild posten wollte. Das war einfach ein Bauchbild. Ich kann euch das einblenden. Vielleicht habe ich es in der Zwischenzeit jetzt schon gepostet. Aber auf jeden Fall das Bild mit Babybauch. Ich glaube, es war um 20 Uhr oder so. Da habe ich noch schnell das Bild gemacht, weil ich dachte, ach, ich poste das morgen am Donnerstag. Passt sich ganz gut. Und dann habe ich mich aufs Bett hier, aufs Sofa hier geschmissen, habe mir Milchreis mit Zimt reingehauen. Habe ich zwar die ganze Schwangerschaft schon immer gerne gegessen, aber Zimt ist ja auch wehenfördernd. Habe mal wieder meinen Tee getrunken, ja, ein paar Chips gegessen. Also ich habe echt gut gegessen. Und dann ging es auch schon irgendwann mal ins Bett, weil ich ja recht früh immer müde war. Habe dann um 4.30 Uhr oder so am 2. morgens gemerkt, ich habe irgendwie sowas wie Wachstumsschmerzen, also so Beinschmerzen, Rückenschmerzen, es hat einfach alles gezogen. Dann dachte ich so, Mensch, kann das Wehen sein? Nee. Habe dann bis 4.50 Uhr im Bett gelegen und dann merkte ich so, oh, das tut aber schon, also es tat nicht weh, aber ich habe das schon gemerkt. Und bin dann aufgestanden, bin in die Küche gegangen, habe was getrunken, bin rumgelaufen, dann war es halt so 5 Uhr, 5.30 Uhr und ich habe in der Wehen-App, kann ich euch gleich auch einblenden, das ist einfach die Baby Plus App, glaube ich. Da kann man so einen Wehenzähler einstellen. Und da habe ich angefangen, halt einfach die Schmerzen, in dem Sinne die Rückenschmerzen bei mir, einfach mal zu tracken. Und dann ist mir aufgefallen, oh, die Schmerzen, die kommen schon so alle 7 Minuten, glaube ich, war es. Und ich so, Mensch, das kommt regelmäßig, sind das vielleicht Wehen? Habe da so ein bisschen ausgehalten und dachte, es ist aber auch schon unangenehm. Also ich lag im Bett und habe gemerkt, nee, wenn du im Bett liegen bleibst, ist das nicht geil. Also du musst schon aufstehen und dich bewegen. Und ich habe mich halt immer so bewegt und bin hier rumgelaufen und ja, dachte mir nichts bei. Und es war dann kurz vor 6, glaube ich. Und dann habe ich gemerkt, ach, das tut schon, ne?
so leicht weh. Vielleicht solltest du mal in die Wanne gehen. Hatte keinen Bock, um 6 mir eine Wanne einzulassen. Also, was mache ich? Eine warme Dusche. Hab die Dusche laufen lassen und wirklich auf den Punkt kam alle 7 Minuten diese Schmerzen. Und ja, stehe unter der Dusche, 13, 15 Minuten, nichts. Ich stehe da und denke mir, alter Falter, wann kommt denn jetzt endlich mal was? Weil wenn unter der Dusche oder im warmen Wasser halt die Schmerzen immer noch so schlimm sind, dann sind es halt wirklich echte Wehen. Und ich habe auch gelernt, dass es halt Bauchwehen gibt, es gibt auch Rückenwehen. Manche Frauen spüren das nicht mehr so dolle. Ja, und bei mir war es halt so, dass es eher am Rücken gezogen hat und so im Unterleib, also so ganz, ganz unten eher so ein Ziehen. Und danach, ich glaube, 13, 15 Minuten, zack, kam eine Wehe unter der Dusche und die war auch wirklich stark. Und dann dachte ich, ui, wenn die schon stark unter dem warmen Wasser sind, was ja eigentlich entspannend sein soll, das ist eine Wehe, Jessica. Ja, ich mich umgezogen, bin dann rübergegangen ins Ankleidezimmer bzw. Babyzimmer, hatte halt schon so alle meine frisch gewaschenen Sachen für die Klinik bereitgelegt, also so eine schwarze Jogginghose, ein Oversize-T-Shirt und alles. Und dachte, Mensch, das geht jetzt los. Krass, ich ziehe mich jetzt mal in meine Kliniksachen an. Weil man sagt ja, wenn alle 5 bis 10 Minuten eine Wehe über eine Minute kommt, über eine Stunde lang, sollte man irgendwann in die Klinik fahren. Weil die Klinik aber auch ein bisschen weiter weg ist, nicht in 5 Minuten erreichbar, dachte ich, man muss dann halt schon irgendwann mal los. Aber ich wusste auch nicht, ob das ein Fehlalarm ist, weil ich hatte halt nie Vorwehen oder nie so wirklich Schmerzen. Und die Schmerzen waren auch wirklich erträglich. Das war jetzt nichts Schlimmes. Da dachte ich mir, kann auch vielleicht ein Fehlalarm sein. Habe mich dann auch in der Zeit umgezogen, habe Nick noch nicht mal geweckt, habe mich dann hier aufs Sofa gechillt und da habe ich die erste Sequenz aufgenommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich kann nicht so laut reden, weil Nick noch schläft. Ich bin seit 4 Uhr wach. Mein Schatz, sie ist auch dabei. Ne? Ja. Der passt auf uns auf. Manche sind schon heftig, finde ich. Also da muss ich auch aufstehen und kann nicht gehen. Ich war duschen, weil ich alleine nicht baden wollte. Es wird schon langsam hell. Es ist gerade 6.16 Uhr oder so. Und es ist der 2. September. Mal schauen. Es tut schon heftig weh. Aber die Pausen sind Beschützer, ne? Bist du Mamas Beschützer? Ja. Oh, kleine Maus. Kleine Maus. Deine Schwester kommt heute. Kommt deine Schwester heute? Sag Goki. Goki. Nach dieser Sequenz, man sieht, Cookie war die ganze Zeit an meiner Seite, die ganze Zeit. Also wirklich, er hat mich nicht, also er ist mir nicht von der Seite gewichen. Ich habe auch noch ein, zwei Erinnerungsbilder so gemacht, die letzten mit Bauch, dachte ich. Und da sieht man auch Cookie immer eingerollt bei mir und er hat wirklich einfach die ganze Zeit auf mich aufgepasst. Nick und Cooper im Bett am Schlafen. Dann ist mir aufgefallen, 20 Minuten lang kam jetzt einfach keine Wehe. Und ich dachte, ne. Jetzt Leute, wisst ihr, was ich gemacht habe? Weil ich so einen Nestbautrieb hatte und so alles frisch gewaschen haben wollte, habe ich die Sachen wieder ausgezogen, habe die wieder aufgehängt und habe mich wieder anders angezogen. Also auch zwar Jogging-Sachen, aber halt nicht diese frisch gewaschenen extra für die Klinik. Habe andere Sachen angezogen und habe mich wieder hier hingechillt. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, die kommen jetzt doch alle 5 bis 6 Minuten und bin wirklich hier am Tisch gestanden. Ich stand und habe einfach immer nur so gewippt und dachte so, oh, das tut schon, das ist schon... Das können Wehen sein, weil ich musste dann schon wirklich atmen und kurz ruhig bleiben. Ich konnte zwar noch reden, aber es tat schon leicht weh. Jeder Mensch empfindet aber auch natürlich Schmerzen anders. Deshalb kann ich nicht sagen, ey, das waren die heftigsten Schmerzen oder es war halt okay. Deshalb, für mich war es noch nicht schlimm. Ich dachte auch, es könnte bis zu dem Zeitpunkt, dachte ich auch immer noch, es könnte ein Fehlalarm sein. Aber es waren halt regelmäßige Wehen. Dann bin ich hier durch den Flur gelaufen mit meinem Wehenzähler und plötzlich kommt es aus dem dunklen Zimmer. Alles gut, Schatz? Und es war, ich glaube, so 6.50 Uhr oder so. Und dann meinte, ist Nick sofort aufgestanden. Und ich so, nee, Schatz, ich glaube, es geht los. Und weil er halt so meinte, alles gut, Schatz, bin ich dann so emotional geworden und bin einfach nur in seine Arme gefallen, habe einfach nur geheult. Oh, wenn ich das daran denke.
Ich habe einfach nur geheult, weil ich so Angst hatte und Respekt. Ich hatte eher Respekt vor der ganzen Sache und dachte, boah, Schatz, ich glaube, das geht heute wirklich los. Ich war wirklich so aufgeregt und dachte so, Mensch, ey, das ist jetzt so viele Monate hat man drauf gewartet und plötzlich geht so zack und dann denkt man so, oh, boah, wir sind jetzt so fast an der Geburt angekommen. Und ja, dann habe ich ihm tausendmal gesagt, bitte beeil dich nicht. Er ist dann duschen gegangen. Ich glaube, so um 7.30 Uhr oder so waren wir dann fertig oder 7.40 Uhr. Und dann habe ich noch in Ruhe die Kliniktasche zugemacht, habe mich dann wieder in meine frisch gewaschenen Jogging-Sachen angezogen für die Klinik, habe mich dann tausendmal bei ihm entschuldigt, weil ich meinte so, ey, bin ich, dass das ein Fehlalarm ist und voll peinlich, wenn wir jetzt zurückgeschickt werden, so um 7 Uhr morgens. Und er hat die ganze Zeit gesagt, Schatz, es ist doch nicht schlimm, lieber einmal zu viel als zu spät zu kommen. Wir sind dann auch noch, weil wir dachten, man muss halt den Corona-Test selber bezahlen, wenn man über Nacht bleiben möchte, den PCR-Test. Und dann sind wir nochmal zur Bank gefahren, weil wir nicht, also ich wusste nicht, ob wir genug Bargeld dabei haben, dann lieber mehr Bargeld dabei haben. Dann haben wir nochmal Geld abgehoben und da habe ich auch nochmal eine Sequenz aufgenommen. So, eine Stunde später, wir sitzen im Auto. Die Wehen sind zwar unregelmäßig, also nicht unregelmäßig, die kommen, sondern alle 7 bis 10 Minuten und die tun auch weh. Ich kann sie aber noch veratmen. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich habe auch Angst, dass wir zurückgeschickt werden. Aber wir warten einfach mal ab. Also es ist ja jetzt seit 4 Uhr unverändert, dass ich immer im Abstand von ein paar Minuten ja, Schmerzen habe. Und dann sind wir ganz entspannt losgefahren. Ich glaube, hier auf der Hauptstraße in Hameln habe ich dann meine Hebamme angerufen. Und sie meinte, oh, sehr gut, dass sie losgefahren seid. Ne, da hat die Akupunktur ja gestern geholfen. Haben noch gelacht. Ich habe alles vorbereitet. Ich hatte als kleine Nebeninfo, weil ihr es gleich auch auf den Bildern sehen werdet, einen kleinen Geburtshelfer. Das habe ich bei Hebammenkonsum gesehen auf der Instagram-Page. Könnt ihr gerne mal da reinschauen, verlinke ich euch in der Infobox. Das hat mein Hebamme mir empfohlen und ich habe es per Zufall dort auch gesehen. Ein Geburtstens. Das ist sowieso Elektroden, die klebt man sich hinten auf den Rücken. Und man kann mit so einem Gerät so kleine Impulse geben und die sollen diese Schmerzleitung eher unterbrechen, glaube ich, oder halt Schmerzimpulse irgendwo anders senden als an deinen Kopf. Ach, ich kann es schwer erklären. Also auf jeden Fall sind das so wie so kleine Elektroimpulse. Ist extra wirklich auch für Geburten und für Unterleibschmerzen und so. Also jetzt nichts, was eurem Baby schaden kann. In Amerika ist das auch weit verbreitet, in Deutschland leider nicht. Leider, weil wenn ich jetzt zum Ende der Geburt komme, wisst ihr, dass das wirklich das Endprodukt ist und jede Klinik muss sowas eigentlich haben, bevor man eine PDA gibt. Ja. Ich wusste auf jeden Fall durch meine Hebamme, bei den ersten spürbaren Wehen sollte ich diese Dinger an, diese Elektroden an meinen Rücken kleben oder Nick kleben lassen und direkt immer mit diesen leichten Impulsen dagegen wirken. Also es ist eigentlich nur wie so ein kleines so Kribbeln oder so gewesen, wenn man diesen ja, Geburtstens, diesen Elektroden-Dings da anmacht. Und dann habe ich sie angerufen, habe ihr gesagt, so, das habe ich auch gemacht. Ich habe ja auch hier meine 1,5 Liter Flasche auch schon parat gehabt. Dann hat sie gesagt, ja, das Höchste, was sie machen können, ist, die schicken dich zurück, wenn halt der Muttermund noch komplett geschlossen ist. Müsst ihr einfach schauen. Oder ihr geht nochmal spazieren dort vor Ort. Habe ich mir nichts bei gedacht. Habe ich da auch schon mal bei ihr entschuldigt, dass ich sie um 7 Uhr oder 7.30 Uhr anrufe. Sie meinte, nein, nein, alles gut, weil sie muss natürlich auch wissen, ne, ob ich jetzt in der Geburt bin oder nicht und ob der Termin die nächsten Tage stattfindet. Ja, und dann sind wir gefahren und ich glaube, so kurz vor Obernkirchen, so die letzten 10 Minuten, merke ich so, eieiei, ich gucke auf diesen Wehenzähler, alle 3 oder alle 4 Minuten kam eine Minute lang eine Wehe und die hatte schon wirklich einen guten Höhepunkt. Also es war schon so, wo ich die Augen zugemacht habe und einfach nur gechillt habe und nicht mehr mit Nick reden konnte. Also wir haben uns unterhalten, haben uns so Witze gemacht, aber da war so ein Punkt, wo ich dachte, nee, jetzt kann ich gerade nicht reden. Und das waren schon, also das waren schon Wehen. Da kann ich schon sagen, das waren Wehen. Es zog halt einfach, wie gesagt, im Unterleib und im hinteren Rücken. Ich habe immer meinen Geburtstens schön angeklickt und dann gab es so ein kleines Kribbeln und dann wurden die Wehen halt erträglicher. Ja, dann sind wir direkt durch in die Klinik, hatte auf dem Parkplatz eine Wehe, hatte im Eingang vom Krankenhaus eine Wehe. Also die waren schon sehr, sehr nah beieinander. Die im Eingang haben sofort gesehen, ah, Geburt, gehen sie hoch, sind dann hochgefahren. Ich glaube, da hat Nick auch noch mal ein Video gemacht im Vorraum vor dem Kreissaal. Da haben wir nicht geklingelt, dann hieß es, okay, einen Moment. Und dann mussten wir halt kurz warten und da hat Nick auch noch mal ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob meine Frau mich dafür irgendwann verprügeln wird. Du bist mitten in der Wehe, ne? Ja. Sieht man kaum. Ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen hilflos. Bei mir haben Stressblähungen eingesetzt, auch ungefähr alle 3 bis 4 Minuten.
Ja, sonst alles gut. Wenig geschlafen. Und ich bin wach geworden und habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und du standst schon ungefähr genauso vorm Bett und hast gesagt, ich glaube, es geht los. Kurz nachdem ich das erste Video gemacht habe. Ach so, okay. Ja. Dann hat sie geweint, hat gesagt, ich habe Angst. Da habe ich mich wieder beruhigt. Genau. Und jetzt sind wir hier. Ja, und dann ging es auch recht schnell in so einen kleinen Kreissaal oder in so einen Wehenraum. Ich weiß, also es war schon ein Kreissaal. Dort habe ich direkt ein CTG bekommen, sollte mich hinlegen. Und liegen fand ich ganz, ganz schlimm. Und ich habe von meiner Hebamme eigentlich gelernt, dass die Schwerkraft das Beste wäre. Also am besten eigentlich ganz, ganz viel stehen und laufen unter der Geburt. Und Gott sei Dank war es bei mir so, ich habe liegen gehasst. Also ich hätte gar nicht liegen können währenddessen die ganze Zeit, weil ich habe die Schmerzen einfach viel besser so veratmen können und verarbeiten können, indem ich halt stand und mich bewegt habe und gewippt habe. Oder ganz am Ende, glaube ich, saß ich auf so einem Petsyball. Und ja, in diesem kleinen Wehenzimmer musste Nick dann auch runtergehen irgendwann mal und die Anmeldung machen und alles mögliche und auch sagen, hier, wir wollen entweder Familienzimmer, wenn das nicht möglich ist, hätte ich sogar ambulant entbunden, weil ja, ich einfach nicht wollte, dass Nick nicht bei mir ist. Und dann hat er das alles geregelt und ich war in der Zeit am CTG. Da habe ich auch nochmal ein Video gemacht, da, Achtung, emotional, da ist mir nämlich aufgefallen, oh Gott, es geht los. Achso, und da wusste ich schon, da kam nämlich die eine Hebamme, hat sich bei mir vorgestellt, super lieb, und hat gesagt, so, wollen wir mal schauen, wollen wir den Muttermund anschauen? Und davor hatte ich immer Angst, weil viele haben gesagt, lasst euch nicht so oft unter der Geburt sagen, wie weit euer Muttermund geöffnet ist, weil das, manchmal ist das halt so ein bisschen ernüchternd, wenn man 3 Stunden in den Wehen liegt und man sagt, ja, sie sind immer noch bei 1 Zentimeter oder so. Und deshalb hatte ich da so ein bisschen Angst vor, aber gut, man kommt in die Klinik, man will ja direkt wissen, so, was ist jetzt los? Die Hebamme kontrolliert mich und dann habe ich mich auch nochmal entschuldigt und meinte, oh, vielleicht ist das ja noch nichts, ne? Und sie meinte, oh, 5 bis 6 Zentimeter. Leute, ich hatte noch nicht mal richtig starke Schmerzen und ich liege da und denke so, boah, wir haben auf die Uhr geguckt und es war 8.30 Uhr oder fast 9 Uhr, als wir in der Klinik waren und ich dieses erste CTG bekommen habe. Und da hat Nick gesagt, ja, heute Abend ist unsere Maus da. Da haben wir noch gelacht und haben gesagt, boah, heute Abend, wirklich, also der 2.9. wird es noch sein. Aber irgendwann nachmittags, abends. Ich habe so mit 17, 18 Uhr gerechnet. Und dann sagt sie 5 bis 6 Zentimeter. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sehe, weil dann habe ich das Video gemacht. Ich glaube es nicht, Leute. Ich bin allein im Zimmer. Ich bin einfach bei 5, 6 Zentimetern schon. Ich könnte heulen. Brüllen, nicht weinen. Es ist halb so schlimm. Aber ich bin halt so aufgeregt und wir haben noch gar nicht zu Hause Bescheid gesagt, nichts. Und jetzt es ist einfach schon bald so weit. Boah, das ist so krass. Ich kann es gar nicht realisieren. Nick geht gerade runter zur Anmeldung und meldet uns an. Ja. Ich liege hier am CTG. Ja, und dann nach dem Video habe ich dann gesagt, ich muss aufstehen, ich muss aufstehen. Und dann hat die Hebamme mir auch geholfen, dass ich mit dem CTG einfach stehen konnte. Da stand ich eigentlich nur die ganze Zeit, habe meinen Schüsselsalze-Drink getrunken. War auch eine Empfehlung meiner Hebamme. Keine Ahnung, ob deshalb auch die Geburt recht zügig ging, als kleiner Spoiler. Ja, habe ich euch nochmal in der Infobox verlinkt, was ich da alles getrunken habe. Und oh nein, Mäuschen wird wach. So, eine kurze Unterbrechung. Also wenn ich jetzt irgendwie anders sitze oder so. Babymaus hatte Hunger und ist jetzt hier in der Federwiege. Und man hört sie zwischendurch. Aber ja, also wie ihr sehen konntet, war ich da etwas aufgeregt und habe in einer ruhigen Minute nochmal fix ein Video aufgenommen. Ich war wirklich sehr nah am Wasser geworden in dem Moment. Ich dachte einfach nur, oh mein Gott, es ist jetzt einfach schon so weit. Also ich hätte niemals gerechnet, dass ich einfach schon so weit bin, mit diesen geringen Schmerzen, also ich empfand sie als nicht so schlimm. Bei manchen anderen ist es natürlich schlimmer, bei manchen anderen, also jeder empfindet halt Schmerzen anders. Nick hat auch noch eine lustige Szene aufgenommen, wo ich stand, eine Wehe hatte und dann einfach so okay gesagt habe und dann habe ich was getrunken, so ja, einfach kurz weggeatmet, gechillt und dann ging es wieder. Kann ich euch auch einblenden. Und ja, dann wurden uns erst die Corona-Tests gemacht, also erstmal nochmal einen Schnelltest und dann die beiden PCR-Tests, die man dann übrigens selber zahlen musste, wenn man halt über Nacht bleiben möchte mit dem Partner. Und dann ging es weiter, dann kam die Ärztin rein
und die hatte mir einen Zugang gelegt. Das fand ich ein bisschen blöd. Ich verstehe nicht, wieso man hier so einen Zugang legt, weil das war für mich voll blöd, weil ich habe mich immer abgestützt und hier hat halt die Nadel so ein bisschen gestört. Also man spürt das ja nicht so richtig, aber ich hasse einfach Nadeln und Spritzen und alles Mögliche. Und wenn es eine kurze Spritze ist, ist es immer okay, aber so einen Zugang finde ich halt immer eklig. Deshalb, ich war wehleidiger mit dem Zugang als mit der ganzen Geburt, ehrlich gesagt. Also auch später dann, als wir entlassen worden sind, beziehungsweise kurz nach der Geburt, habe ich 5-mal darum gebeten, diesen scheiß Zugang rausnehmen zu lassen, weil ich den so eklig finde. Ja, auf jeden Fall wurde dann Zugang gelegt. Das wusste ich auch, dass man kann das natürlich ablehnen. Aber im Falle der Fälle, wenn man jetzt schnell Schmerzmittel haben möchte oder einen Notkaiserschnitt etc., ist man einfach besser dran, wenn man schon einen Zugang hat und schnell eingreifen muss. Deshalb habe ich mir gedacht, gut, Jessica, jetzt Augen zu, durch. Du hast den Zugang und wenn du was haben willst oder so, hast du es wenigstens. Ja, dann ging es eigentlich gar nicht mehr so lange in diesem Zimmer voran. Also ich glaube, wir waren dann nur noch so 10 Minuten oder so. Dann hat das CTG natürlich die Venen geschrieben und auch die Herztöne von der kleinen Maus. Und dann hatte ich hatte da schon, so für alle, die es interessiert, ich hatte da immer diesen Druck, ich musste pinkeln und halt auch was anderes. Aber ich bin halt einfach immer nur pinkeln gegangen, weil es ging halt nicht. Aber ich glaube, das war halt so ein Druck, wo ich gespürt habe, so, oh, da tut sich was. Ich habe die ganze Zeit meine Anziehsachen übrigens angehabt, für alle, die es interessiert, so bezüglich Kliniktasche und so, bis dato. Und ich hatte so wie so Sportsocken an. Und dann meinte die Hebamme so, wir können jetzt in den schönen Kreissaal. Der war wirklich schön. Also ich kann euch mal ein Video einblenden, wieder mal von Nick, wo es wirklich kurz vor der Geburt, ehrlich gesagt, schon war. So, da Jessi gerade keine Wehe hat, kann ich euch mal einmal ganz kurz das Zimmer zeigen. Eine flotte Sprossenwand wie früher von der Schule. Hier lege ich mich gleich noch mal kurz eine Runde rein. Ja, und hier wird die kleine Maus zur Welt kommen. Ich wollte euch das nur mal gezeigt haben. Das ist eine Erinnerung, die bleibt für immer. Und du bist ein Kämpfer. Kämpferin. KämpferInnen. Ja. Richtig gegendert. Ja, das Video, da bin ich noch ein bisschen rumgelaufen, habe ja meine Wehen einfach die ganze Zeit veratmet. Zwischendurch kam die Hebamme oder die Ärztin rein, haben irgendwas gemacht, aber jetzt nichts bei mir. Also wirklich einmal Muttermund tasten, CTG schreiben im einen Kreissaal, in den anderen Kreissaal direkt wieder an CTG angeschlossen. Aber ich stand die ganze Zeit und saß die ganze Zeit dann am Ende auf dem Petsi-Ball und es wurde halt einfach CTG geschrieben. Dann irgendwann mal wurden die Pausen halt echt blöd, also so gegen... Zwischen 9 und 10 war das, da waren die Pausen, also wirklich nur noch so circa nicht mal eine Minute, also ich konnte nicht mal mehr mit Nick reden. Ich weiß noch, dass ich auf dem Hinweg gesagt habe, wir rufen aber noch nicht unsere Familien an oder schreiben noch nicht. Die Hunde waren ja auch alleine zu Hause, deshalb wollte ich meiner Mama halt, wenn dann, als erstes Bescheid geben, wegen der Hunde. Aber ich habe noch gesagt, lass uns da noch nichts sagen, weil wenn wir um 11 wieder zu Hause sind und da Fehlalarm ist, ist ja blöd, ne? Und Nick hat dann im ersten Kreissaalzimmer aber schon eine Gruppe gemacht mit unseren Familienmitgliedern und hat gesagt, so, wir bleiben hier, jetzt ist es bei 5-6 Zentimetern. Und da habe ich auch versucht, meine Mama anzurufen. Nick meinte so, ne, willst du vielleicht nochmal deiner Mama was sagen, so kurz vor der Geburt? Leute, es ging nicht. Diese Wehen hatten einfach gefühlt keine Pausen. Und deshalb, ich habe mit Mama geredet, Mama meinte auch, ja, ich bin auch schon auf dem Weg, ne, ich hole die Hunde zu uns und wir gehen Gassi. Wir füttern sie, bliblablub. Sie hat noch irgendwas gefragt und ich habe gesagt, Mama, ich kann nicht mehr. Habe einfach aufgelegt, weil einfach die Wehen kamen die ganze Zeit und ich konnte halt einfach nicht mehr reden. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Es hat mir voll leid, weil ich einfach nicht so, also ich konnte mich einfach nicht äußern in dem Moment. Habe einfach aufgelegt. Ich so, Mama, eine Wehe und einfach weg. Dann im zweiten Wehenzimmer, also wie ich schon gesehen habe, war ein größeres Wehenzimmer mit Badewanne, mit Sprossenwand, mit allem Möglichen. Bin ich ja auch nur rumgestanden, habe die ganze Zeit halt meine Wehen veratmet und mit dem Tänzgerät natürlich. Und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, gut, die Pausen sind halt sehr, sehr kurz. Die Hebamme kam und meinte, wollen Sie denn irgendwas für Schmerzlinderung haben? Da habe ich, also ich wollte eigentlich von vornherein keine PDA. Also habe gehofft, dass ich auch keine bekommen werde. Habe nur gesagt, eigentlich nicht. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Ich habe halt so im Podcast gelernt, dass man einfach immer fragen soll, was für Möglichkeiten es gibt. Weil ich bin halt auch ein Fan von Homöopathie und habe halt auch meine Schlüsselsalze während der Geburt getrunken. Und dann hieß es, ja, wir können Ihnen so einen kleinen Buscopan-Tropf machen. Ja, gesagt, getan. Kam aber erst, glaube ich, 10 Minuten später. Dann war es so kurz vor 10, glaube ich. Und da waren die Wehen schon echt eklig. Also ich lag da die ganze, also saß da auf dem Petsi-Ball und habe nur auf das CTG geguckt, weil ich gucken wollte, wie ihre Herztöne sind, weil ich so Angst vor so einem Notkaiserschnitt hatte. Wenn es so wäre, wäre es ja auch nicht schlimm, aber ich hatte einfach irgendwie so innerlich so ein Paranoia, ich weiß nicht wieso. Ja, und dann kam sie einfach mal, hat diesen Beutel da aufgehängt und
dann tropft es halt nicht schnell und dann habe ich schon recht, also ne, wie gesagt, ich hatte schon recht starke Wehen. Und übrigens, Nick, das tat mir so leid, Nick muss das auch mal so ein bisschen mal, vielleicht in der Story, er wird das euch erzählen, nach diesem Video, wie es aus seiner Sicht war, aber er hat wirklich sich so gut um mich gesorgt, er hat mir Essen angeboten, ich habe sogar, glaube ich, noch einmal versucht, eine Banane zu essen, er hat mir mein Trinken öfter gegeben und alles mögliche, also egal was, er hat versucht, Witze zu machen, aber ich konnte einfach nicht, ich war so mit mir selbst beschäftigt, ich war so in Trance, ich kann euch auch noch ein Video einblenden, wie ich einfach, das war wirklich fast kurz vor der Geburt, da stand ich einfach und habe es einfach so über mich ergehen lassen. Ja, also wie man sieht, es war einfach wirklich wie so in Trance. Ich habe einfach nur die Augen zugemacht und das weggeatmet und dann, ja. Auf jeden Fall stand die Ärztin dann neben mir oder die Hebamme, glaube ich, war das. Ich habe die Augen gar nicht aufgemacht. Sie meinte, ja, wir müssen eigentlich nochmal Muttermund tasten oder wollen. Eigentlich wollte ich das auch, aber ich wollte nicht liegen. Ich konnte es einfach nicht. Aber natürlich muss man ja irgendwie aufstehen, die Hose ausziehen. Und es tat mir auch voll leid, weil ich da einfach wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, ich saß auf dem Petsi-Ball, hing da nur. Und dann ich so, okay, jetzt. Und dann in so einer ganz kurzen Wehenpause bin ich einfach schnell hoch auf das Bett. Da hat sie mir meine Jogginghose ausgezogen, alles ausgezogen. Ich so, oh, es tut mir leid. Sie so, alles gut, alles gut. Hat Muttermund gemessen und meinte so, oh, 8 bis 9 cm. Und ich so, wow. Es war einfach, ich glaube, nicht mal eine Stunde zwischen Ankunft im Krankenhaus und halt diesem Moment. Es war kurz vor 10, sagen wir es mal so. Ja, so ungefähr 10. Da wurde mir dann auch endlich mal, also was heißt endlich, ich habe dann einfach meine Jogginghose ausgelassen, habe halt diese Krankenhausschlipper bekommen und ja, dann dachte ich, okay, ich bleib liegen, weil ich habe gemerkt, ey, ich habe keine Kraft mehr aufzustehen und lag nur noch so seitlich auf dem Krankenhausbett. Ich glaube, da hat Nick auch ein Video gemacht und da habe ich auch das erste Mal angefangen, laut meine Wehen zu veratmen. Also ich habe einfach nur so vor mich hingewinselt, nennt man das so, wimmelt. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ja, also ich habe dann einfach irgendwelche Töne von mir gegeben und habe mich so richtig festgekrallt seitlich, weil ganz auf dem Rücken liegen war einfach heftig unangenehm. Ich kann das nicht beschreiben, es war einfach so ein ekliges Gefühl. Deshalb habe ich gesagt, gut, so seitlich ging. Da wurde ich auch abgedeckt, ne, damit ich nicht mit diesem Krankenhausschlüpper da liege. Es hat mir so leid, Nick hat auch versucht, Witze zu machen oder so. Ich habe einfach gar nicht reagiert. Er hat irgendwas gesagt und dann habe ich nicht reagiert und er so, okay, Witze also nicht. Das tat mir so leid. Aber wirklich, es war einfach nur für mich wichtig, dass er da war. Ich habe auch irgendwann mal gesagt, danke, dass du da bist. Und es ist doch selbstverständlich. Aber irgendwie für mich war es einfach die größte Stütze, dass er einfach nur dabei ist und einfach für mich da ist. Und er musste gar nichts machen. Also er hätte auch in der Ecke sitzen können und ne, einfach nur da sein. Aber er hat wirklich viel für mich getan, obwohl man als Mann ja nicht so viel machen kann. Ja, und dann lag ich da und dann irgendwann mal merkte ich so, also direkt eigentlich nach diesem Muttermund abtasten, habe ich so gemerkt, komisch, ich habe so einen Druck. Und sie so, oh, sie haben Presswehen. Und ich, so, und ich habe eigentlich im Kopf gehabt immer, dass die Presswehen erst kommen, wenn man schon bei 10 cm ist. Und sie hat ja eben gerade gesagt, ich bin bei 8 bis 9 cm. Dann verging das so, glaube ich, so 10, 15 Minuten. Und dann war es 10.40 Uhr. Und um 10.40 Uhr merkte ich so einen Druck. Das war das, glaube ich. Also ich glaube, dann wurde der Muttermund aber auch erst so um 10.30 Uhr oder so gemessen, bei 8 bis 9 cm. Und dann habe ich so einen Druck gemerkt und sie so, ja, sie dürfen pressen. Und ich dachte, hä, darf ich jetzt schon? Hab gepresst und in dem Moment merke ich so, batsch, ein Riesenschwall und die Fruchtblase ist geplatzt. Also es fühlte sich richtig komisch an, weil einfach plötzlich alles so warm und nass wurde auf diesem Bett. Und also sonst hat man eigentlich gar nichts gemerkt. Ich war auch einfach so in Trance. Das habe ich gar nicht so richtig gecheckt, was da eigentlich los war. Mir wurde dann direkt einfach nur die Hose hier aufgeschnitten, zur Seite gepackt und dann haben sie auch gesagt, so, das lassen wir jetzt erstmal aus. Und ich habe dann direkt gesagt, ich glaube, ich muss drücken. Aber ich habe mir halt Presswehen anders, glaube ich, vorgestellt. Ich dachte, da ist so ein Gefühl, so wie wenn man halt auf Klo muss, groß. Aber bei mir war es eher so ein Druck von oben, sodass ich einfach nur so verkrampfen, also nicht verkrampfen, aber so machen musste. Und genau, ja, so kam es. Also ich habe dann gesagt, ich muss pressen und dann habe ich auch einfach
gefühlt bei jeder Sekunde versucht zu pressen. Ich war sogar so, dass ich dachte, ey, ich möchte die kleine Maus jetzt einfach da haben. Ich habe sogar in den Wehenpausen versucht zu pressen, aber das soll man ja nicht. Ne? Und dann, ich auch so, wenn eine Wehe kommt, muss ich pressen? Ja. Und wenn ich keine habe? Ja, dann nicht. Okay, ich habe keine. Also da hat Nick nämlich für den ersten Schrei die Kamera, also die Handykamera einfach auf den Fensterbank gelegt, damit wir den Sound haben. Und wenn man sich das nochmal anhört, ist das richtig lustig, weil ich dann so einfach mit den Hebammen und mit der Ärztin geredet habe und meinte so, ja, das tut irgendwie weh, das ist irgendwie unangenehm. Und dann zwischendurch so, naja. Auf jeden Fall gab es dann noch, ich glaube, 6 Presswehen und ich habe einfach die ganze Zeit gedrückt. Ich lag aber seitlich, wie gesagt, auf dem Rücken ging gar nicht, das tat heftig weh. War dann seitlich und habe mein Bein einfach auf die Hebamme gestützt und ich so, es tut mir so leid. Sie so, nein, stützen Sie ruhig. Dass man da noch nachdenkt, eigentlich voll banal. Aber naja, Jessica wollte der Hebamme nicht wehtun. Und dann hat sie gesagt, ja, pressen, machen Sie super. Und da habe ich gemerkt, boah, das ist schon kräftezehrend. Ich habe gepresst, habe nur gemerkt, wie Nick hinter mir war und irgendwie gesagt hat, ne, so Schatz, du schaffst das und du machst das so toll. Und ich habe schon, also so, was heißt gelitten? Natürlich, man hat Schmerzen, es tut auch weh und es brennt oder fühlt sich einfach so unangenehm an, dieser Druck und dieses Drücken die ganze Zeit mit den Wehen, obwohl ich da die Presswehen gar nicht so schlimm empfand wie die Wehen davor. Also es war einfach eher so ein Druck und dann plötzlich merkst du halt, da kommt unten irgendwas aus dir raus und es brennt einfach oder es drückt ganz kurz. Also wie gesagt, danach 5 bis 6 Presswehen meinte die Ärztin dann, oh, das Köpfchen ist da. Und ich habe schon Nick im Hintergrund so wie Schluchzen hören, dass er sich halt so freut und sagt so, oh Gott, das Köpfchen ist da. Und ja, unsere kleine Maus hat schon direkt die Augen aufgemacht, hat schon sich die Welt angeschaut und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Diese Wehe übrigens kam mir vor wie 10 Minuten. Sie meinten so, warte noch eine Wehe ab und dann kannst du den Körper rauspressen. Und ich habe gewartet und ich habe auch einfach gepresst, obwohl keine Wehe da war, ehrlich gesagt. Und dann während des Pressens habe ich gemerkt, oh, die Wehe kommt jetzt unterstützend dazu und dann zack, kam der Körper. Das war wie so ein Schwall, das hat einen so richtig so erleichtert, so ich habe es geschafft. Ja, und dann war es um 10.56 Uhr soweit und unsere Maus wurde geboren. Unsere Hayley kam mit 3070 Gramm, 51 Zentimetern und einem Kopfumfang von 34 Zentimetern auf die Welt. Und ich kann euch eins sagen, das ist das Schönste und Aufregendste auf der ganzen Welt und das größte Wunder einfach, was der Mensch je erschaffen kann. Einfach ein Baby 10 Monate in sich ranwachsen lassen oder 9 Monate und dann einfach auf die Welt bringen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass die Maus einfach so lange in meinem Bauch war und jetzt einfach so bei uns ist. Und alle sagen immer, ja, es kommt einem so vor, als ob sie schon immer da war. Und genauso ist es auch. Sie ist einfach Teil unserer Familie und sie ist jetzt einfach da. Unsere kleine Maus ist jetzt nach so langem Warten einfach bei uns. Und es war einfach ein so unglaublich schönes Gefühl. Ich kann euch mal den ersten Schrei einblenden, den man übrigens auch bei Instagram schon hören konnte. Oh, ja, das war unsere kleine Hayley Maus, ihr erster Schrei, den wir dann noch aufgenommen haben. Und dann ging es einfach nur noch ums Kuscheln und die Zeit genießen. Ich glaube, Nick hat sogar noch ein allererstes Foto gemacht. Wir haben leider nicht so fancy Fotos im Krankenhaus gemacht. Er hatte, glaube ich, nur noch einmal ein Selfie gemacht. Aber es war so schön. Es war einfach, ich glaube, die Gefühle gehen da mit einem durch. Und man ist einfach so komplett voller Glückshormone und ich glaube, man vergisst dann einfach alles um sich herum, obwohl ich ehrlich sagen muss, da kommen wir gleich zu der Nachgeschichte, sage ich mal, dass man doch nicht alles um sich herum vergisst. Also ich war da schon recht klar im Kopf. Aber ich glaube, in dem Moment war mir einfach nur wichtig, ich höre sie schreien und sie ist einfach wohlauf. Und die Ärztin und die Hebamme haben nichts gesagt. Die haben gesagt, herzlichen Glückwunsch zu ihrem Töchterchen. Und dann stand die Zeit ganz kurz still und wir haben einfach nur den Moment genossen. Und da haben wir unsere kleine Maus da. Und ja, dann, ich glaube, für alle, die schon mal eine Geburt hatten, wissen, was danach kommt. Dann wurde die kleine Maus mir auf den Bauch gelegt, dann wurde gekuschelt. Dann hat man gewartet, bis man sie anlegen kann. Nick hat dann irgendwann mal auch die Nabelschnur durchtrennt,
Das fand ich auch ganz schön ein süßer Moment. Ja, und dann wurde erstmal ein bisschen gekuschelt. Dann kam der Arzt, hat natürlich bei mir geschaut, ob alles gut ist. Da kann ich auch sagen, ich hatte keinen Riss und auch keinen Schnitt oder so. Es waren nur innerlich leichte Risse, sag ich mal, die dann mit ein, zwei Stichen genäht worden sind. Aber von außen sehen, spüren, hat man nichts gemerkt, wenn man das so sagen kann. Also ich weiß noch, wo die Hebamme geguckt hat und meinte, ich will sie vorwarnen, manchmal kann es dazu kommen, dass wir einen Dammschnitt machen müssen. Und ich so, ja, aber wenn es nicht sein muss, dann bitte nicht. Ihr seht das wahrscheinlich egal, ich verstehe nicht, wieso ich das gesagt habe, aber irgendwie habe ich das gesagt, ja. Aber ich hatte Glück, sage ich mal, dass, ja, eigentlich ist nicht so richtig viel passiert da unten rum. Ich bin auch sehr froh drum, also ich war auch eigentlich recht fit. Danach wieder natürlich Wochenfluss und alles Mögliche, ist schon nicht schön. Dann ging es ab aufs Zimmer nach einer Zeit. Und dann haben wir erstmal die Zeit genossen und sind dann am nächsten Morgen direkt nach Hause. Es wurden dann abends, nachts und morgens auch nochmal ein paar Untersuchungen gemacht. Die U2 haben wir dann aber separat bei unserem Kinderarzt in Hameln gemacht. Also wir sind dann vorher entlassen worden auf eigenen Wunsch. Also ich glaube, wir hätten dann, Donnerstag ist sie geboren und weil Freitag kein Kinderarzt, also weil wir Freitag entlassen worden sind, hätten wir sonst bis Montag warten müssen, bis zur U2. Und da habe ich... Ich mag Krankenhäuser einfach nicht. Wir wurden da so super lieb empfangen und aufgenommen und es war auch wirklich schön, also schön in Anführungsstrichen für ein Krankenhaus dort, aber zu Hause ist es doch am schönsten. Und deshalb waren wir, jetzt kommt's, um 10.56 Uhr am nächsten Tag, also am 3.9. saßen wir im Auto auf dem Weg nach Hause. Es war richtig schön, weil da hat Nick gesagt, guck mal, zu ihrer Geburtszeit sitzen wir schon wieder im Auto einen Tag später und fahren nach Hause. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren und haben die Zeit hier genossen. Das war so grob. Was heißt grob? Es war sehr detailliert zum Geburtsbericht. Ja, so ist unsere kleine Maus auf die Welt gekommen. Also wenn man so überlegt, 8.30 Uhr in der Klinik und zweieinhalb Stunden später war sie einfach schon auf der Welt. Das ist krass. Das ist einfach unglaublich. Wir haben auch gelacht und haben gesagt, hätte ich noch mal ein bisschen länger gewartet, dann hätte Nick so eine Autogeburt machen müssen. Und beim nächsten Kind, man sagt ja, das zweite Kind kommt schneller. We don't know, ob es ein zweites Kind gibt. Und ja, ob es schneller kommen wird. Auf jeden Fall bin ich super, super dankbar, dass alles so reibungslos verlaufen ist. Ich bin so dankbar für meinen Körper, was er einfach geleistet hat. Und auch für die kleine Maus, die das so super mitgemacht hat. Ja, und jetzt genießen wir einfach die erste Zeit. Wir waren so die ersten 3 Wochen wirklich in der Babybubble. Und da hatte ich einfach keinen Kopf für dieses Video. Aber letztens habe ich in meinem Schwangerschaftstagebuch nochmal alles aufgeschrieben und dachte so, jetzt muss ich mal langsam das Video drehen. Denn die Erinnerung schwindet ja. Und damit man so alle Details nochmal hat, ist dieses Video ganz cool. Nochmal ganz, was heißt lustig, aber das fällt mir gerade ein, das habe ich vergessen zu erzählen. Zwischendurch, so um 10.40 Uhr, also so circa eine Viertelstunde vor Geburt, also mir wurde erst recht spät halt dieser Buscopan-Tropf angelegt und dann kam die Hebamme und drückt so diesen Tropf so ein bisschen und ich sag so, was machen sie denn da? Ja, sie bekommen gleich ihr Kind und haben noch nicht mal einen Tropfen Buscopan-Intus. Und dann mussten wir halt alle ein bisschen lachen, weil, ja, ich glaube, von dem ganzen Tropf ist nicht mal ein Viertel weg gewesen und sie meinte, also das hatten wir echt selten, dass Erstgebärende so schnell, so komplikationslos und halt ohne PDA oder sonstiges und mit so ein bisschen Buscopan hier die Geburt gewuppt haben. Da bin ich wirklich, wie gesagt, es kann immer so kommen, aber ich bin so stolz auf meinen Körper, dass wir das einfach gemeinsam so gewuppt haben. Ja, und das war's mit dem Video, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schaut auf Instagram vorbei. Ich werde, glaube ich, heute dann direkt, wenn das Video online ist, einen Fragesticker machen. Ansonsten könnt ihr unten hier auch nochmal Fragen stellen, falls euch Fragen einfallen. Die werde ich dann auch separat vielleicht nochmal in einem Q&A beantworten oder auf Instagram in einem Q&A. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und es gibt anderen Mamis auch ein bisschen Mut. Ich habe mir nämlich vor der Geburt ganz viele positive Geburtsberichte angeschaut und die haben mir sehr, sehr viel Mut gemacht. Und deshalb, ja, wollte ich dieses Video auch hier festhalten für unseren Kanal. Und das hat natürlich auch ganz, ganz viele Brände interessiert. Deshalb kommt dieses Video jetzt. Ja, also nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren für weiteren Content von uns als Family. Und natürlich diesem Video einen Daumen nach oben geben. Das würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.